Vielleicht fragst du dich auch, warum es überhaupt diesen gynäkologischen Stuhl gibt, warum der so komisch aussieht und vor allen Dingen, warum der Klassiker in einer gynäkologischen Praxis ist, der Satz, rutschen Sie noch mal ein Stück nach vorne. Und selbst wenn man nach vorne gerutscht ist, ist die Gynäkologin, der Gynäkologe immer noch nicht zufrieden, man soll noch ein Stückchen nach vorne rutschen. Ja, perfekt, vielen Dank, so super. Ja. Der Punkt ist, wir wollen als Gynäkologen natürlich irgendwie in die Vagina reinschauen, um den äußeren Muttermund zu sehen. Da machen wir den Abstrich. Blicke ich von oben einfach auf eine sitzende, nackte Frau, dann sehe ich diesen Muttermund nicht. Ich muss also die Frau auf Augenhöhe hochfahren. Deswegen piekst und drückt übrigens der Abstrich, er wird direkt am äußeren Muttermund gemacht. Das Problem ist, wenn ihr zu weit weg sitzt, haben wir das Problem, die Instrumente nicht richtig einführen und bewegen zu können. Genau dafür ist diese Kuhle in einem gynäkologischen Stuhl da. Wenn ihr perfekt sitzt, haben wir die Möglichkeit, uns die Vaginalwände perfekt anschauen zu können. Der Trick ist nämlich, dass du deinen Steiß auf die Kante des Stuhls positionierst, sodass wirklich du das Gefühl hast, dein Popo hängt schon drüber. Genau das ist die Position, die wir am liebsten haben. Und wenn du gleich perfekt sitzt, kommen wir gar nicht in unseren Workflow, weil wir unseren Lieblingssatz nicht sagen können. Ist sehr, sehr amüsant. Probier es mal aus.